Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. Meine Augen tränen irgendwie so. Ich würde die am liebsten, ich glaube, ich blinzel beim Aufnehmen gerade zu langsam. Es ist ein bisschen blöd. Man muss immer schön blinzeln, Leute. Blinzeln ist das A und O. Ich merke richtig, wie meine Augen, wie ich einfach so vom Bildschirm gesessen habe, ohne irgendwas zu tun. Es war blöd. Immer schön blinzeln. Immer blinzeln, Leute. Ich überlege immer noch, ob es hier irgendwie einen Trick gibt, den wir beide mitnehmen können. Bestimmt, weil wir müssen ja hier irgendwo lang. Hier zum Beispiel kommen wir lang und wo kommen wir raus? Hier oben kommen wir raus. Das heißt, im Prinzip wäre das clever, das hier aufzumachen, oder? Das hier aufzumachen wäre clever. Das hier aufzumachen. Ich überlege gerade laut, Leute, deswegen, ne? Das hier aufzumachen. Okay. Aha. Hier war noch ein oben, aber nur ein kurzes oben, ne? Genau. Ach, hier kommen wir jetzt gar nicht mehr lang, was wir das da rausgeholt haben. Okay. Wenn wir das da wieder rausnehmen, geht das zu, dann kommen wir hier noch lang. Aber hier lang zu können, ist halt nicht ausreichend. Ja doch, hier deswegen. Da können wir noch eins reinpflanzen. Aber hier passiert irgendwie nichts. Oder was soll das denn da? Ich meine, das ist hier drin, aber es passiert einfach gar nichts. Oder ging dann das da auf? Nein. Aber wo ging dann was auf da, wenn... Ich verstehe es nicht, wozu das da sein soll. Vielleicht müssen die anderen unplugged sein. Ja, aber, hä? Achso, das ist die Dame. Aber wir haben, glaube ich... Ach so, boah, ich bin ja auch doof. Das hier ist auch eine Dame, ne? Und da muss auch wieder eine Dame rein. Das ist, glaube ich, dann der König gewesen oder so, ne? Ach, da muss halt der König rein. Okay. So rum. Jetzt laufe ich mal hier lang. Hole mir den wieder. Und jetzt gehe ich hier lang und stüpfe mir den wieder. Und jetzt komme ich hier nach oben, oder? Rein theoretisch? Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Ganze. Hier war ein bisschen kniffliger als geplant. Aber ist ja gut gegangen und er speichert natürlich sofort ab. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück hier? Aber hier haben wir alles gesäubert. Schon mal gut. Also zumindest itemmäßig. Oh mein Gott, bin ich ein Held! Oh mein Gott, Hilfe! Nee. Nee, oder? Ich hab die Orientierung verloren. Winke, winke! Sie sind dort. Boah, Zielhilfe. Geil. Nee, will ich nicht. Aber es gibt Zielhilfen. Das ist ja toll. Es wäre für mich perfekt. Ich bin halt der größte Noob, wie ihr jetzt wisst vielleicht. Oh, guck mal, es ist so. Jetzt ist es blau.
Es wurde gerade eben so lila und jetzt ist es orange. Cool. Orange sieht man nicht so gut, ne? Ja, wir sind hier stehen geblieben. Hahaha. Wir haben es zumindest geschafft, aber ich würde ganz gerne da durchkommen, ohne dass die mich erwischen. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Oh, hier geht's raus. Aber halt auch machbar, weil wir müssen halt das so schaffen. Meint ihr, wir können den vorbeischleichen? Oder sollen wir den Brenner mal benutzen? Oh Gott. Nein! Lauf, 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 mein Freund. Ja, ja, ja. Was? Nein? Oh nein. Sterbt! Sterbt alle! Ich sehe nichts mehr. Okay, warum denn nicht? Wir haben leider nichts mehr frei. Was blöd ist, aber wir könnten mal kurz Heilung nehmen. Ah, das ist aber blöd eigentlich, ne? Boah, das ist eigentlich, das war echt, ist echt nicht klug, was ich hier mache, aber ich würde ganz gern schon. Mir ist Kampfsachen besser, also lieber als. Besser. Mir ist Kampfsachen besser als Heilung, aber es ist wirklich so. Lieber verteidigen. Angriff ist die beste Verteidigung, Leute. Immer angreifen. Wie im Fußball. Und nicht auskontern lassen. Ganz, ganz wichtig. Aber wir haben die besiegt und das ist relativ entspannt, meiner Meinung nach. Also von daher. Hi. Ja. Ich habe dich angefackelt! Mann! Okay. Ich wollte nicht schreien, tut mir leid. Wo müssen wir jetzt hin? Da? Nee, dahin müssen wir irgendwo, ne? Was war das denn für ein Geräusch gerade? Oh, ich habe voll Angst bekommen gerade. Ja, alles gut soweit. Jetzt sind wir wieder hier oben. Cool. Und jetzt, da nach oben kamen wir ja nicht, ne? Da war das kaputt, oder? Ja, ja, das war kaputt. Wir können nochmal kurz nachgucken. Aber wir haben uns gut geheilt. Wir hatten ja dieses Heilungsding dabei. Also das war alles soweit easy. Ich würde ganz gerne schon mal dann die Dame und den König einsetzen. Dann haben wir das schon mal geschafft. Und dann schauen wir mal weiter, was hier noch alles auf uns warten wird. Es wirkt alles gerade sehr viel. Also ich gerade bin ich ein bisschen raus. Das Spiel verliert mich gerade so ein bisschen. Aber halt auch nur, weil es gerade so massivst viel ist, was wir hier erleben können. Irgendwann habe ich wieder mal so alles entdeckt und dann ist es auch gut. Nee, du. Nicht mit mir, du kleiner, dicker Fettbummel, ey. Da ist er doch aufgestanden auf einmal. Auf einmal ist er doch wieder wach. Haben wir hier Platz im Inventar? Gar nicht wirklich, ne? Kann ich die kurz ablegen, die Sachen? Bestimmt irgendwo hier, oder? Na. Lass uns mal gucken, wo es hier lang geht. Da drüben? Da drüben. Ja, genau, da drüben. Alles klar. Okay, cool. Dann haben wir die Sachen schon mal abgelegt und können vielleicht noch was in die Kiste reinpacken. Und dann können wir da unten hingehen. Dann kommen wir wahrscheinlich auch irgendwie weiter. Muss mal überlegen. Also da ist schon einer drin, ne? Kann man den auch noch mal rausnehmen? Bestimmt, ne? Ja, cool. Sind hier alle draußen? Da ist auch noch, da sind auch noch zwei drin. Alles klar. Mal kurz in die Kiste packen, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel. Ja, was denn zum Beispiel, ne? Das da vielleicht mal verstauen. Und dann können wir die vier schon mal einsetzen. Dann haben wir sie schon mal. Irgendwie halt. Also. Wir haben noch eins. Okay, da müssen wir noch mal kurz den Schlüssel oder das Kraut da reinpacken vielleicht.
Ist ja egal, wir können die Sachen hier wieder mitnehmen. Wir brauchen nur mal kurz freies Inventar, damit wir alles aufsammeln können. Das ist aber nur 5. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Dinger. Aber ist erstmal okay. Also, pass auf. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Turm und Springer an derselben Wand. Okay. Heißt, Springer kommt auf jeden Fall hier rein. Das ist ja klar. Und Turm und Springer auf jeden Fall an derselben Wand. Okay. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Das heißt, Läufer und Dame müssen auf jeden Fall hier drüben hin. Beziehungsweise natürlich auch da, aber nicht nebeneinander. Heißt einfach nur, dass die nicht nebeneinander sind. Okay, alles klar. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Turm und Springer nicht an derselben Wand. Das heißt, rein theoretisch müsste der Turm dahin. Haben wir den Turm schon? Die Bauer haben wir nur und das ist der Springer, ne? Heißt, der Springer muss dahin. Hier kommt der Turm dann eigentlich hin. Und Turm und Springer liegen sich nicht gegenüber, ne? Turm, Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Heißt, da muss der Turm hin. Also da muss die Dame hin. Was ist das da, ne? Genau, das ist die Dame. Da ist auf jeden Fall der Bauer. Und dann kommt der König dahin. Und da nur noch dann quasi der Turm. Weil Turm und Dame liegen sich gegenüber. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Ja, passt ja, ne? Also eigentlich müsste das so passen. Jetzt können wir nochmal ein paar Sachen wieder mitnehmen. Sowas wie zum Beispiel, ja, was denn eigentlich? Ja, das da, ne? Genau. Und das da. So, perfekt. Okay, gut. Dann speichern wir nochmal ab und dann gehen wir weiter und ziehen unsere Reise mal ins nächste Level. Im wahrsten Sinne. Ich muss blinzeln, Leute. Ich muss öfter blinzeln. Das ist sonst nicht gut für mich. Okay, gehen wir raus hier und machen uns auf den Weg. Ah, ich meine da unten dann hin, ne? Genau, genau, genau. Ich weiß wo, Leute. Keine Panik. Ich bin der Domführer. Der Domteur. Ich zeige euch den Weg. Genau, falsche Richtung, hä? Normalerweise zeige ich euch den Weg. Ich gebe deiner Zukunft ein Zuhause. Schwäbisch Hall, sage ich dazu nur. Hier runter wollte ich nämlich gehen. Musst du da jetzt auch wieder rumpillern? Und du auch? Bist du tot? Ich glaube schon. Hi. Oh nein. Oh, meine Güte, ey. Unfassbar. Aber wir haben sie alle down bekommen. So muss das sein und nicht anders. Hier lang wollte ich nämlich nochmal rein. Das hatten wir auch nochmal zum Öffnen. Dann drehen wir mal eine Runde. Oh, meine Nase ist... Hör mir zu. So. Ha, mir geht es immer noch nicht hundertprozentig besser. Meine Nase träufelt ein bisschen. Meine Augen tränen auch. Also alles tränt und träufelt bei mir. Nicht gut. Was haben wir denn hier überhaupt? Nur ein bisschen... Ach, ist einfach nur ein Safe Room oder was? Natürlich. Aber hier muss noch irgendwas sein. Da, ein Aufzugsschacht. Okay.
Dann fahren wir mal. Ach, wir können nach oben dann wieder. Da, wo wir eben aus Versehen runtergerutscht sind, kommen wir jetzt hier wieder nach oben. Er speichert ab. Das ist nicht cool. Ich hasse, wenn er von selber speichert. Ohne Witz, das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Spiele, die speichern. Jede Klausur ist beschissener. Hiding Place. Oh, cool. Können wir hier auch wieder Laborarbeiten machen? Eine Gürteltasche. Ja, Leute. Wir haben wieder zwei weitere Slots. Was ist Slot, Alter? Was ist los? Slot. Abgehakt? Ja. Ja, komm, entsperr doch. Tamulok. Warum jetzt? Warum jetzt? Ah, okay. Tschüss. Dann wieder runter hier. Und dann haben wir den Turm. Und wir haben hoffentlich, ich bin nicht gut in solchen Rätseln. Angefangen bei dem mit diesen 5 Häusern. Der raucht nur Marlboro, der macht nur dies, der macht nur das. Kennt er ja wahrscheinlich auch, ne? Dieses komische Ding, ey. Was war da oben eigentlich noch? Da will ich gar nicht hin, glaube ich, oder? Nee. Ich will da. Ah, da waren wir ja quasi auch schon mal. Da wollen wir ja nicht hin. Da kommen wir ja anfangs her. Ah, mein Zahn ist so ekelhaft. Das ist so blöd. Ich habe mein Zahnschmelz fehlt mir da irgendwie. Ich muss so mir irgendwas kaufen beim Onkel Doktor oder beim Drogeriemarkt, das den Zahnschmelz wieder aufbaut. Ich habe so Zahnschmelzprobleme. Das ist unfassbar. Ich putze mir immer morgens und abends die Zähne, sogar meine Zunge putze ich mir, ja? Aber nee, auf einmal ist ja Zahnschmelz weg. Vielleicht hat zu oft geputzt, kann auch sein. Zu oft ist nicht gut. So, habe ich alles richtig gemacht? Ich hoffe schon. Die Frage würde ich jetzt beantworten. Ja, sieh mal einer an, Dom. Ah, weiß ja nicht, du machst das schon ganz gut. Ich bin ein bisschen stolz auf mich selber gerade. Ja, fast da, Ada. Wir speichern nochmal, dann beenden wir die Folge und dann mache ich noch eine Aufnahme und dann sehen wir uns wieder. Und zwar, wenn es wieder heißt, Dom spielt Resident Evil 2, das Remake. Bis dann, oder rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüssi, Karski.